Liebe YouTube-Zuschauer, das Weihnachtsfest haben wir nun hinter uns gebracht. Ich möchte mich bei allen Spendern noch einmal bedanken. Also die Resonanz war phänomenal. Wir haben sehr viele Spenden bekommen, materielle Spenden, Geldspenden. Vielen herzlichen Dank dafür. Nun steht Silvester vor der Tür. Alle wissen, dass wir in dieser Zeit keine Tiere vermitteln. Wir möchten nicht, dass die Tiere in ein unbekanntes Zuhause kommen und dort keine Zeit haben, sich einzuleben. Das Geknaller über Silvester stört sie dann doch sehr. Deswegen lassen wir sie hier. Wir machen eine Vermittlungspause. Und ab dem 2. Januar 2018 sind wir dann wieder gewohnt, wie immer, für sie da. Trotz alledem möchte ich euch an dieser Stelle ein paar Tiere zeigen, die jetzt über die Feiertage zu uns gekommen sind, die sich entweder verlaufen haben oder vielleicht auch ausgesetzt worden sind. Das ist halt immer schwer zu sagen. Wir haben hier zum Beispiel zwei kastrierte Kater, die sind in Ottruf gefunden worden auf einem Betriebsgelände. Da haben sie sich schon etwas länger aufgehalten, wurden dort auch versorgt. Aber nun ist es so, dass der Betrieb über die Feiertage geschlossen hat, bis ins nächste Jahr hinein. Und sie möchten halt, dass die Tiere versorgt sind. Deswegen haben sie zu uns ins Tierheim gebracht. Sie fühlen sich bei uns in der Gefangenschaft natürlich sehr unwohl. Sie sind es gewöhnt, draußen rumzulaufen. Aber vielleicht ist ja ein Anwohner dabei gewesen, der die Tiere kennt oder dem sie vielleicht gehören und diese zwei prachtvollen Kater wieder mit nach Hause nehmen kann. Des Weiteren haben wir einen unkastrierten Kater bekommen aus Gotha. Der ist auf dem Gelände des Arbeitsamtes rumgelaufen und wollte dort immer mit ins Haus. Arbeit hat er sicher nicht gesucht, aber auf jeden Fall die Wärme hat er gesucht. Den schätze ich ungefähr auf 2 Jahre. Wie gesagt, er ist nicht kastriert. Kann natürlich auch sein, dass er auf Brautschau war. Man weiß es nicht. Er sitzt jetzt auch bei uns in der Quarantänestation und möchte natürlich lieber wieder nach Hause. Dieser rot-weiße Kater, den wir nun hier haben, der ist schon etwas länger in der Dorotheenstraßengegend in Gotha rumgelaufen, dort auch aufgesammelt worden. Er ist leider angefahren worden, heißt, er hatte einen Autounfall kurz vor Weihnachten, sein Vorderpfötchen ist gebrochen. Wir müssen mal sehen, wie das weitergeht mit der medizinischen Versorgung. Er ist auch unkastriert, sitzt nun leider auch bei uns in der Quarantänebox und wir hoffen, dass sich ein Besitzer finden wird für dieses wundervolle Tier. Dann habe ich noch einen rot-weißen, unkastrierten Kater aus Gotha, aus der Katharinenstraße bekommen, der leider auch jetzt hier in der Quarantänestation sitzt, natürlich mit der Gefangenschaft nicht zurechtkommt und eventuell auch einen Besitzer hatte, weil all diese Tiere sind sehr zahm. Also sie sind definitiv aus menschlicher Hand und sie wollen dahin natürlich auch wieder zurück. Feiertage natürlich nicht nur Untiere bei uns im Tierheim aufgenommen. Es gibt manchmal auch Situationen, wo man aus persönlichen Gründen halt ein Tier in ein Tierheim zurückbringen muss. Und so ein Fall ist die Mimi. Mimi ist eine Wohnungskatze und musste dort leider weg. Also sie konnte nicht mehr bleiben. Die Leute haben ein Baby bekommen und das war dann halt auch alles zu viel. Mimi ist eine ganz liebe Katze. Sie hat hier natürlich noch ein bisschen Angst, sucht aber auf dem schnellsten Wege ein neues Zuhause. Sie ist noch nicht mal 1 Jahr alt und möchte natürlich nicht so lange im Tierheim bei uns bleiben. Gerne können Sie am 2. Januar, wenn wir wieder normale Öffnungszeiten haben, mal herkommen und die Mimi besuchen, Kontakt zu ihr aufnehmen, wenn das vielleicht ein Kandidat für Sie wäre. Die eben gezeigten Tiere sind natürlich auf unserer Homepage noch zu besichtigen. Dort könnten noch Detailinformationen gesehen werden. Eventuell wird hier eine wiedererkannt. Wir würden uns sehr freuen, wenn eins der Tiere vielleicht wieder nach Hause könnte. Trotz aller Vorfreude auf den bevorstehenden Jahreswechsel möchte ich bitte noch mal an alle Menschen appellieren, in der Nähe von Tieren bitte keine Knaller zünden. Die Tiere erschrecken sich derartig. Sie können in Panik geraten, davonrennen oder noch etwas Schlimmeres passieren. Es kann auch zu Autounfällen kommen, wenn die Tiere auf die Straße rennen. Wir hatten das leider letztes Jahr bei uns direkt vor der Tür. Ist nebenan auf der Wiese wirklich Knaller gezündet worden.
batterieweise, es sah am anderen Tag aus wie auf einem Schlachtfeld. Ich bitte alle Leute, das bitte nicht zu tun. Die Tiere haben panische Angst, man tut den Tieren keinen Gefallen. Und es ist auch eine ganz fiese Situation für die Tiere, wenn sie irgendwo eingesperrt sind. Und es wird draußen rumgeknallert und sie können nicht orten, wo es herkommt. Sie geraten in Panik. Bitte machen Sie das nicht. Nun ist bald Silvester. Ich wünsche all unseren Tierfreunden, unseren Helfern, unseren Mitarbeitern, allen, die uns wohlgesonnen sind, einen guten Rutsch ins Jahr 2018 und hoffe, wir sehen uns im Jahr 2018 wieder mit viel Energie, viel Spendenfreudigkeit bitte und bis dahin.